Ein moderner Held, ein Verräter und ein Verbrecher. Dies sind nur einige der Worte, mit denen die Person beschrieben wird, die der Welt die Missstände in der Regierung enthüllt hat. Edward Snowden konnte sich jedoch nicht damit begnügen, die Dinge, die er entdeckte, zu kennen und im Dunkeln zu lassen. Davor war er ein ganz normaler CIA-Offizier. Was hat ihn zu der öffentlichen Person gemacht, die wir heute kennen? Werden seine Entscheidungen ihn an den richtigen Ort bringen, oder wird es nur schlecht für ihn enden? Der biografische Thriller unter der Regie von Oliver Stone beginnt mit einer Montage einer belebten Stadt. Es ist der 3. Juni 2013 in Hongkong und ein Journalistenpärchen hat sich in der geschäftigen Menge eines scheinbaren Einkaufszentrums umgesehen. Sie denken, dass ihr Informant kalte Füße bekommen haben muss, aber nach einer Weile taucht er mit einem Rubikwürfel in der Hand auf. Zu diesem Zeitpunkt trafen sich die Dokumentarfilmerin Laura Poitras und der Kolumnist Glenn Greenwald mit Edward Snowden, um Fragen zu erörtern, die uns auf nationaler und vielleicht sogar internationaler Ebene betreffen. Joseph Gordon-Levitt, der Snowden spielt, nimmt die beiden mit in sein Hotelzimmer, um alles zu dokumentieren, was zu diesem Moment geführt hat. In einer Rückblende auf das Jahr 2004 erzählt Snowden von seinen Erfahrungen als Auftragnehmer der NSA und wie er fast ein Jahrzehnt lang für verschiedene Jobs in der Geheimdienstbranche gearbeitet hat. Die Szene geht weiter mit Snowden, der als Anwärter für die Special Forces in Georgien arbeitet. Obwohl er in der extremen Umgebung der Ausbildung durchhielt, verletzte er sich, als er während einer Übung auf seinem Schienbein landete und es sich brach, woraufhin er vom Militär entlassen wurde. Nach Angaben des Arztes, der ihn untersucht hat, sind Snowdens Beine schon seit Wochen gebrochen, aber erst vor kurzem hat er eine noch katastrophalere Verletzung erlitten. Er sagt Snowden, dass die Knochen zu Pulver zerbröseln werden, wenn er noch einmal auf seine Beine fällt. Snowden begann 2006 eine Ausbildung für einen Job bei der Central Intelligence Agency. Er meldete sich für einen Kurs an, der von Corbin O'Brien, Reese Evans, selbst geleitet wurde. Corbin war der leitende Beamte, der ihn anfangs interviewte und riskierte, Snowden trotz seiner unzureichenden Antworten zu akzeptieren. Eine von Snowdens ersten Prüfungen besteht darin, ein Problem anhand einer Sequenz zu lösen. Jeder von ihnen hatte die Aufgabe, ein verdecktes Kommunikationsnetz in seiner Heimatstadt einzurichten, es dann abzubauen und innerhalb von 8 Stunden oder weniger wiederherzustellen, wobei die durchschnittliche Dauer 5 Stunden betrug. Snowden schafft es als erster, und O'Brien überprüft seine Arbeit noch einmal, um herauszufinden, was er falsch gemacht hat, denn er war ungläubig. Snowden erklärt, dass er diese Schwierigkeit gelöst hat, indem er die Sequenz zur Überraschung von O'Brien, aber auch der übrigen Klasse, stehen ließ. Snowden konnte sich auch mit einem Professor namens Hank Forrester, Nicolas Cage, anfreunden, den er an seinem ersten Tag kennengelernt hat und der anscheinend einen wesentlich größeren Einfluss auf Snowden hat als O'Brien. Zusätzlich zu seinem Job chattet Snowden online mit einer Frau namens Lindsay Mills, Shailene Woodley. Eines Tages treffen sie sich und machen einen Spaziergang im Park. Lindsay fotografiert Snowden mehrmals und stellt ihn bloß, es scheint, als wüsste sie, was es heißt, für das State Department zu arbeiten. Nach einem Geplänkel über ihre diametral entgegengesetzten politischen Auffassungen kommt es zu ihrem ersten Kuss. Zurück in seiner Klasse wurden sie über den Foreign Intelligence Surveillance Act belehrt, der es erlaubt, dass Anträge auf Durchsuchungsbefehle von einem Gremium von Richtern genehmigt werden, die vom obersten Richter ernannt werden und so die Rechte des 4. Verfassungszusatzes der Amerikaner umgangen werden. Dann sieht man Corbin und Snowden auf dem Campus spazieren gehen, wo sich herausstellt, dass Corbin den jungen Mann nicht in den Nahen Osten schicken will. Angesichts der Tatsache, dass Snowden einer ihrer klügsten Köpfe war, wollten sie ihn nicht in einen zeitweiligen Krieg im Ausland schicken, wo er doch verhindern könnte, dass das Land im Cyberspace zerrieben wird. Snowden, Poitras und Greenwald werden am 4. Juni 2013 in Hongkong von Ewan McCaskill, Tom Wilkinson, einem Geheimdienstkorrespondenten des Guardian, aufgesucht. Evan fängt sofort an, ihn über seine Gültigkeit zu befragen, Snowden spürt sein Zögern und ist über seine Absichten verwundert. Er versichert Evan, dass er nichts weiter im Sinn hat, als das vertrauliche Wissen weiterzugeben, das er durch seine Arbeit bei der CIA erlangt hat. Wie er sagte, können die Menschen entscheiden, ob ich mich irre oder ob in der Regierung etwas vor sich geht, was wirklich falsch ist. In Bezug auf die Geschichte, die Snowden ihnen erzählt, untersteht McCaskill der Redakteurin Janine Gibson, Jolie Richardson. Im Jahr 2007 ist Snowden in Genf, Schweiz, stationiert, um im Rahmen der diplomatischen Tarnung die Sicherheit der Computernetzwerke zu gewährleisten. Lindsay beschließt, ihn auf seiner Reise zu begleiten. Er trifft sich mit einem CIA-Agenten, Timothy Oliphant, der ihn durch die Schritte seiner Mission führt.
Dann trifft er sich mit Gabriel Soll, einem erfahrenen Experten für elektronische Überwachung, der ihm Xkiscore zeigt, mit dem sie Daten im ganzen Königreich, wie Gabriel es ausdrückt, durchsuchen können. Snowden beginnt, die ethischen Implikationen der Mission in Frage zu stellen. Snowden und Lindsay nehmen an einem Empfang teil, an dem viele Botschafter und andere prominente Persönlichkeiten teilnehmen. Er hat von seinem Vorgesetzten den Auftrag erhalten, einen Finanzier aufzuspüren, um ihn auszuspionieren. Mit Hilfe von Lindsay bekommt Snowden seine Chance bei einem großen Finanzier namens Marwan Al-Kermani, Basker Patel. Später erfährt Snowden durch seinen Kollegen Gabriel, dass Al-Kermanis Name ausspioniert wird, um persönliche Informationen über ihn zu erhalten, und dass die CIA ein Programm entwickelt, das es ihr ermöglicht, Personen durch Linsen auszuspionieren, auch wenn diese nicht benutzt werden. Snowden und Gabriel erfahren, dass Al-Kermanis Tochter mit einem Mann zusammen ist, der sich gleichzeitig mit einer anderen Frau trifft und sich mit seiner türkischen Mutter illegal in den Vereinigten Staaten aufhält. Später treffen sich Snowden und der Agent mit Al-Kermani in einem Hotel. Nachdem er ihnen erzählt hat, dass der Verlobte seiner Tochter und seine Mutter abgeschoben worden sind, scheint Al-Kermani verzweifelt zu sein. Der Mann wird betrunken und der Agent drängt Marwan, trotz seines Zustands nach Hause zu gehen. Snowden versucht zu protestieren, da sein Vorgesetzter beabsichtigt, Marwan in die Enge zu treiben, indem er ihn unter Alkoholeinfluss fahren lässt. Dies würde dazu führen, dass Marwan später ihre Hilfe bräuchte. Snowden beschließt, die CIA zu verlassen, nachdem er gesehen hat, wie ethisch korrupt die Personen sind, mit denen er zusammenarbeitet. Während sie auf den Sieg von Barack Obama warten, teilt Snowden Lindsay seine Gedanken darüber mit, dass er für das Leben von Millionen von Menschen verantwortlich gewesen wäre. Snowden beginnt 2009 bei Dell als Supervisor für die Verbesserung von NSA-Computersystemen zu arbeiten. Lindsay schließt sich ihm wieder an, als er auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Tokio versetzt wird. Er arbeitet als Unterauftragnehmer in Tokio, wo er hohen Beamten beibringt, wie sie ihre Netzwerke gegen chinesische Hacker schützen können. Ursprünglich sollte er unter dem Deckmantel Epic Shelter eine Technologie entwickeln, die es der Regierung ermöglichen würde, im Notfall alle wichtigen Daten aus dem Nahen Osten zu sichern. Snowden erfährt von Praktiken, die von der NSA und anderen US-Regierungsstellen nicht nur in Japan, sondern in fast allen Ländern angewandt werden, mit denen die USA derzeit verbündet sind. Obwohl einige Länder ihnen die Unterstützung bei der Spionage verweigerten, setzten sie das Einschleusen von Schadsoftware in Computer fort, die für die Verwaltung der Regierung, der Infrastruktur und des Finanzsektors zuständig sind. Dies dient der Vorbereitung auf den Tag, an dem sich einer dieser Verbündeten gegen die USA wendet, denn dann kann dieses Land als Vergeltungsmaßnahme effektiv ausgeschaltet werden. Für sie ist das so einfach wie ein einfaches Licht aus. Snowden erklärt, dass es bei den meisten seiner Arbeiten nicht um Terrorismus ging, sondern nur um einen Vorwand für die wirtschaftliche und soziale Kontrolle, die seine Vorgesetzten anstrebten. Nachdem die anderen Journalisten gegangen sind, unterhält sich Snowden weiter mit Poitras über den Auftrag, den er erhalten hat. Wenn Sie Informationen über eine Zielperson ausgraben, suchen Sie nicht nur nach der schmutzigen Wäsche. Sie durchforsten alles, was in Ihrem Leben vor sich geht, die Menschen, mit denen Sie sprechen, Ihre Aktivitäten und so weiter. Snowden kam zu dem Schluss, dass die NSA jedes Mobiltelefon weltweit überwacht, ohne dass es darauf ankommt, wer oder wo man ist. Jeder ist nur Teil einer Datenbank, die dieser Geheimorganisation zur Verfügung steht. Auf die Frage nach seiner Beziehung zu Mills antwortet er, dass sie aufgrund von berufsbedingtem Stress endete. Sie gerieten in einen heftigen Streit darüber, wie besessen Snowden von seiner Arbeit in Japan ist, was für Lindsay den Ausschlag gab. Sie kehrte in ihre Heimatstadt in Maryland zurück, aber dann beschloss Snowden, dass er sich ändern wollte, um wieder glücklich zu werden. Snowden verließ die NSA und zog nach Maryland, wo er und Mills ihre Beziehung aufrechterhalten und er einen Beraterposten bei der CIA erhält. Während eines Jagdausflugs deckt O'Brien eine chinesische Hacking-Operation in Oahu, Hawaii, auf, die einen Gegenangriff darstellt. Hier sagt Corbin auch die Worte, Geheimhaltung ist Sicherheit. Und Sicherheit ist Sieg. Der stellvertretende Direktor der NSA selbst hatte Snowden den Job auf Hawaii angeboten. Snowden teilt diese Nachricht Lindsay mit, doch als er sich auf das Abendessen vorbereitet, fällt er mit einem Krampfanfall zu Boden. Nachdem sie erfahren hat, dass Snowden an Epilepsie leidet, stimmt Mills zu, dass er an der Operation teilnehmen soll, weil sie glaubt, dass die Umgebung auf Hawaii seiner Gesundheit zuträglich ist. Im Jahr 2013 stoßen die Journalisten auf einen Stolperstein, als Janine zögert, Snowdens Material zu veröffentlichen und sich dabei mit Greenwald streitet.
Mekkaskill versucht, sie auf seine Seite zu ziehen, damit sie ihre Aufgabe zu Ende bringen können. Zurück zur Rückblende der Hauptfigur. Snowden hat nun seine neue Arbeit in The Tunnel aufgenommen, einem unterirdischen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der für massive elektronische Überwachungs- und SIGINT-Operationen umfunktioniert wurde und in dem er auch wieder mit Gabriel zusammengetroffen ist. Seine Mitarbeiter enthüllen, dass Epic Shelter Echtzeitdaten liefert, die US-Drohnenpiloten bei der Durchführung tödlicher Angriffe auf Terrorverdächtige in Pakistan helfen. Zu ihrer großen Überraschung wurde das Programm, das ihnen bei der Durchführung dieser Angriffe half, von Snowden selbst entwickelt, der nun ein weiteres Projekt vorschlägt, das als Index für alle Informationen dienen soll, über die sie verfügen. Während einer Wanderung mit Lindsay offenbart Snowden jedoch, dass er seine Medikamente nicht mehr nimmt. Die Nebenwirkungen dieser Medikamente haben ihn davon abgehalten, sie weiter einzunehmen, da sie seine Arbeit beeinträchtigen könnten, was Lindsay dazu veranlasst, ihn ungläubig zu verlassen. Sie glaubt, dass Snowden, egal woran er arbeitet und auf welchem Weg er sich befindet, immer die Chance hat, umzukehren. Während einer Party mit ihren Freunden wird Lindsay von Snowden dabei beobachtet, wie er sich mit einem anderen Mann in eine ruhige Ecke verkriecht. Nach einem Zwischenfall erleidet Snowden einen weiteren epileptischen Anfall und Lindsay eilt zu ihm. Corbin arrangiert ein Treffen mit Snowden, bei dem er ihn wegen seiner Arbeit zurechtweist. Außerdem gibt er Informationen über Lindsays Fotografenfreund preis, was Snowden alarmiert, er ist zur Zielscheibe der CIA-Schnüffelei geworden. Im Jahr 2012 arbeitet Snowden bei Booz Allen Hamilton. Aufgrund ihrer Verbindungen zur NSA bekommt Snowden Arbeiten zu sehen, die er als beunruhigend empfindet, und er entdeckt, dass die Regierung mit einer Reihe von Programmen, darunter PRISM, Aktivpersonen abhört. Als eines der Teams bei seiner Arbeit ein Problem verursacht, ergreift Snowden die Chance, die Papiere zu beschaffen. Während alle anderen beschäftigt sind, lädt Snowden die Daten auf seine Festplatte hoch und holt sich, was er braucht, bevor es jemand bemerkt. Danach versteckt er die Festplatte im Quadrat eines Zauberwürfels und wirft sie einem der Soldaten am Tor als freundliche Geste zu, um keinen Verdacht zu erregen. Als er fertig ist, geht er stolz davon. Der Guardian veröffentlicht Snowdens Dokumente, nachdem seine Geschichte nun vollständig ist. Sie werden schnell an Nachrichtenquellen in der ganzen Welt weitergeleitet. Die NSA-Kontroverse macht international Schlagzeilen. Snowden ist gezwungen, aus dem Land zu fliehen und sich von Lindsay zu verabschieden, und viele halten ihn für einen Verräter oder einen Helden. Die letzte Szene findet in einem Hörsaal statt, als Snowden über einen ferngesteuerten Monitor vor einem Publikum von College-Studenten erscheint. Er sagt, dass er gerne in die Vereinigten Staaten zurückkehren würde, um einen fairen Prozess zu bekommen, aber dass jetzt nicht die Zeit dafür sei. Der Moderator erkündigt sich, wie sich sein Leben nach seiner Tat verändert hat. Dann tritt der echte Edward Snowden auf und erklärt, dass er vieles aufgegeben hat, seit er zum Whistleblower wurde, aber er bereut nichts, da er tief im Inneren weiß, dass er das Richtige getan hat. Snowden wird vom Publikum beklatscht und der Film endet mit seinem Strahlen. Dem Schlusstext zufolge lebt Edward Snowden seit 2013 untergetaucht in Moskau und Lindsay Mills reiste.